Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Zweibrücken. Ja, heute eine kleine Zwischenfolge, wie ich es quasi schon so ein bisschen versprochen habe. Und zwar das allerletzte, was wir gemacht haben, bevor ich in meine Pause gegangen bin, war doch der wunderschöne Garten oder Parkanlage, den ich für Elysion angelegt habe. Und den möchte ich heute natürlich ein bisschen vorstellen. Und es trifft sich, wir schlafen in zwei Brücken auf einer Brücken. In zwei Brücken auf einer Brücken, ne? Ja, Schenkelklopfer. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mit dem Spaten voran in Richtung Parkanlage. Kennt ihr den wunderschönen Dom von Elysion? Wunderschön. Ja. Ich finde also wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Kann man überhaupt nichts, wirklich, also wirklich schön gemacht. Ich will nicht allzu viel herzeigen, so rundherum. Ich habe nämlich da nicht abgesprochen mit Elysion, was ich zeigen darf, aber das weiß ich, dass ich das zeigen darf soweit. Das weiß ich noch vom Frühjahr. Ich zeige euch jetzt den fertigen Park. Ich habe ihn ja fertiggestellt. Hier ist so ein Wall, so ein Erdwall, der rundherum wächst. Ja, der rundherum wächst. Das ist so ein Erdwall, so ein, quasi so eine natürliche Abgrenzung. Und das hier ist sozusagen das erste Viertel. Das ist das erste Viertel von diesem wunderschönen Park. Hier hat man ein kleines Gewächshaus. Also hier können quasi die Kloster oder wie auch immer die Menschen, die von drüben, ne, vom Dom, die da walten und schalten, können hier so ein paar, na, hier liegt schon eine Schere, die können hier so ein paar Blümchen züchten, wenn sie möchten. Na, kann man hier so züchten. Ja, guck, da sind schon Sachen drin. Da kann man Sachen züchten hier. Na, das ist so quasi Parkanlage gleichzeitig mit Arbeitsumfeld. Genau. Und hier in diesem Abteil hat man hier sogar noch eine Sitzgelegenheit und kann sich hier hinsetzen. Ist ganz nett geworden, finde ich. Hoppala. Wo habe ich denn? Hier. Ja, genau. Und zwar, die Liederauswahl muss ich noch ändern. Ich habe es noch immer nicht getan. Ich muss die Liederauswahl ändern. Ja, was ich aber euch noch gezeigt habe, war... ja, genau, hier. Ne? Wunderschön. Wandgestaltung, Wandwirtschaft. Hier haben wir einen Rosenbogen. Ja, Rosenbogen, wo überall schön hier Rosen blühen, wunderschön. Dann der Paladin, ja, der wunderschöne Paladin, Krieger des Lichts. Damals, ich glaube, ich habe sogar die Folge damals so benannt. Hier, na, mit seinem Rücken, mit seinem Umhang. Na, und vorne das Schwert. Der Paladin, Krieger des Lichts. Ja. Und hier haben wir sogar noch mit einer Goldmünze und etwas Geduld zur Belohnung. Ja, man kann hier eine Goldmünze einwerfen. Ja, kann man. Und dann geschieht etwas Wunderschönes. Hat Elysion gemacht, finde ich wunderschön. Ja. Es ertönt eine Melodie, also eine wunderschöne Melodie. Eine Melodie erklingt dann, ja, die kann man sich anhören, ist echt, echt gut geworden. Also das hier ist der Hauptplatz. Und vom Hauptplatz aus kann man ja in diese vier Viertel mehr oder minder. No. Und hier ist ein Shinto-Tor, das ist quasi das japanische Viertel. Hier, das ist der Rosenbogen, das ist quasi so dieser englische Garten. No. Dann haben wir hier dieses Steintor, das eher so in dieses Wüstengebiet, Wüstenviertel geht. Ja, so eher eine karge Landschaft. Und dann haben wir hier noch dieses griechisch-römisch angehauchte Tor, das eben in diesen griechisch-römischen Garten führt. So, den englischen Teil haben wir uns ja angeguckt. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rüber. Eben, das soll eben so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, Wüste, ägyptisch, ne, so ein bisschen in die Richtung soll das gehen. Wir haben hier so eine wunderschöne Wasserwand, wo man hier so Seitenteile sieht und auch hier diese Pyramiden mit ihren Seiten-Mini-Pyramiden. Ja, Hauptpyramide, Seitenpyramide kennt man ja. Ja, auch hier so kleine Oasen eingebaut, auch hier mit den Seitentoren, ne? Auch hier wieder, dann hier dieses Monument, ne? Von diesem, dürfte irgendwie so ein Machthabender gewesen sein, ne? Mit Zepter in der Hand, mit so einem Zepter in der Hand, ja, dürfte jemand gewesen sein, der Macht hatte, hier ein Monument von ihm nachgebildet, ja, und hier ein kleiner Obelisk. Kleiner Obelisk, nachgebildet, ja, kleiner Obelisk hier, ne,
Ja, finde ich ganz nett. Und hier natürlich auch zum Ausruhen für die Leute. Also entweder möchte man sich das hier so angucken oder man möchte diese Wasserwand begutachten. Ja, also da kann man schon einiges machen. Ist ganz gut geworden, finde ich. Ja, auch hier so trockene Oasen. Ja, hier. Trockene Oasen. So Palmen. Ne? Man sieht das ja so, ne? Die einzelnen Blätter, so richtig so palmenmäßig. Ja, okay. Dann würde ich sagen, nächstes Viertel nehmen wir das griechisch-römische Viertel vor. Hier, griechisch-römisches Viertel. Ich glaube, das ist das letzte, woran ich aktiv gebaut habe in den alten Folgen. Ja, hier soll ein Kelch sein, ein Kelch des Überflusses, ne, wo Wasser rauskommt und oben schon ne, so Ranken mit quasi so Weinranken, die schon herunterhängen. Ne. Kelch des Überflusses kennt man aus der griechischen Mythologie. Ja. Ne. Ganz nett geworden hier. Auch hier eben so ein bisschen Säulen ne, und so einzelne Pflanzen. Einzelne Pflanzkübel, die rumstehen. Auch hier, ne, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, kleinere Sachen, die ausgestellt sind hier. Ja, also eher so ein bisschen minimalistischer. Ja, viele Säulen. Und hier haben wir so einen kleinen Tempel. Ja, kleiner Tempel. No, jo. Ja, kleiner Tempel, dann hier so eine typische Laube, ne? So eine typische Laube, überwachsen, ne? Hier Rosen, auch wieder so schön, ne? Dass man hier reinkommt. Hier kommt nämlich der Weg von da drüben, ne? Also man kann ja da von da drüben darüber gehen und dieser Weg erlaubt es dann eben auch hier in den Park hinein zu gelangen. Ja, und hier eines der letzten Dinge, die ich mit euch gebaut habe, das ist sozusagen so eine Art Hochbeet, ja, so eine Art Hochbeet, wo man hier eben die Blumen mehr oder minder in Augenhöhe sehen kann. Auch hier kann man sich so ein bisschen hinsetzen zu zweit, ne, so ganz gemütlich unter der Laube. Ah, ist doch ganz schön hier, ja, finde ich. Ich finde, das ist heute eine ruhige Folge, wo wir uns wirklich das hier anschauen, ganz gemütlich. Ja, auch hier so ein kleiner Springbrunnen. Ja, das war auch typisch damals für diese Zeit, dass man versucht hat, mit Wasser so Wasserspiele, ne? Das war auch das für diese Zeit eigentlich so eine Errungenschaft, ne? Wasser zu transportieren, das war damals, wow, ne? Das ist wie heutzutage, keine Ahnung, Kernphysik. Was ist das überhaupt, Kernphysik? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst schon, was ich meine. Oder für uns im Dreilbenland, das ist wie Wasserdampf momentan, ne? Wasserdampf, komplett neu. Schiffe werden, ein Schiff oder zwei Schiffe werden mittlerweile sogar im Dreilbenland damit angetrieben. Und jetzt noch mein Zug. Ne? Ja, so ist das. So ist das. Und jetzt gehen wir in das schöne japanische Viertel ran. Gehen wir wieder von der Mitte aus. Ja, ich gehe heute ganz gemütlich, gar nicht im. Ich laufe nicht mal. Ganz gemütlich bin ich heute. So, also Shinto-Tor. Japanische Geschichte, Shinto-Tore sind sozusagen das Tor in die nächste Welt. Gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten. Shinto-Tore haben viel, viel Aussagekraft in Japan, werden bei Ritualstätten bzw. irgendwelchen religiösen Stätten immer wieder gefunden. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, fangen wir mal hier an. Das soll so ein kleiner Zen-Garten sein, wo man eben so Bonsais geschnitten hat mit Kies, ne, so ein Kiesgarten, wo man eben die Ausrichtungen mit einer Hake oder so oder mit einem Rechen machen kann. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und schön hier Bonsai-mäßig zugeschnitten alles. Ja, genau, dann haben wir hier noch so einen rotlaubigen Ahorn, so typischer japanischer Ahorn. Ja, eingefasst mit Bambus. Ja. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Tempel wieder. Dreistöckig in dem Fall. Ne? Mit einem Fischteich. Mit einem Fischteich. Und hier sind sogar die Fische drin. Alle an einem Ort. Alle an einem Ort. Alle sind sie an einem Ort. Ja, hier so, ne? Koi. Ne? Koi-Teich. Auch so
ganz was Typisches für die für diese Sache. Ganz was Typisches. Und hier oben einen wunderschönen Kirschbaum, voll in der Blüte. Ne? Wir haben ja Frühling. Kirschblütenzeit. Hier. Ja. Und hier unten kann man sich hinsetzen oder Kinder können hier spielen oder und. Hier haben wir natürlich auch noch schön hier, wie soll ich sagen, so eine Baumscheibe. Man sagt Baumscheibe dazu, also quasi so eine Art Ring um den Baum herum, wo Wasser gut eindringen kann, damit eben hier der Baum gut bewässert wird. Genau, das haben wir hier noch. Dann hier auch so eine eigene Art eines Zauns, ja, die ich versucht habe hier zu bauen. Ist mir ganz gut gelungen, finde ich, gar nicht so schlecht. Ich habe versucht, zu einem Shinto-Tor einen Zaun zu kreieren. Ja, ist mir eigentlich gar nicht so schlecht gelungen. Ja, kann man machen. Ja, und natürlich ganz wichtig, Pfingstrosenzeugen. Ja, Pfingstrosenzeugens, da ganz wichtig, ne, Rosen. Pfingstrosen, ganz wichtig für die, oder Azaleen, das ist ganz wichtig für Japan, ganz wichtig. Ja, dann würde ich sagen, wir schlafen hier gleich noch eine Runde. Wir schlafen noch eine Runde. So, zack. Ja, wir schlafen noch eine Runde und ja, das war jetzt der vierte Teil und damit habe ich euch diese Sache jetzt gezeigt, die ich als letztes gemacht habe, ja, also in den alten Folgen noch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen ja, zeigen, was noch geschehen ist als letztes. Ja. Das war quasi so die letzte Schandtat, die ich begangen habe. In den alten Folgen. Ja. Ja, auf jeden Fall, hier natürlich habe ich noch geblümt, ne? Habe ich Blumenwiese angelegt. Eigentlich ganz nett auch geworden. Und ja. Hier könnt ihr euch auf der Karte nochmal jetzt quasi das Ganze ansehen. Ne? Das waren das hier, dieses Viereck. Oder smaragdförmig, von oben gesehen smaragdförmig angelegte, sind die vier Viertel. Man kann hier auf der rechten Seite runter zu dem Hauptweg, ja, also ihr seht da, ne, hier verläuft der Hauptweg. Man kann eben entweder hier in den Park hinein, durch die Laube, oder man geht hier rüber und dann auf der Seite direkt in den Dom und durch den Dom hinaus auf den wunderschönen Karl-Gott-Platz und hinein direkt nach Zweibrücken. Ja, genau, das wären die Möglichkeiten, die man hat. Ja, wie gesagt, allzu viel möchte ich nicht herzeigen. Ich weiß nicht, inwiefern Elysion das möchte. Deswegen werde ich auch wieder hier bis zur Brücke zurückgehen und sage vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ja, ich habe euch, wie gesagt, diese extra Folge hier ja mal versprochen, dass ich das zeige, wie das quasi jetzt fertig aussieht. Ja, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir wieder was herumbasteln und bauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles, alles Liebe und es war mir wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss!